Herr Paterburg, Beziehungscoach, Psychologe. Es ist wieder soweit. Ihr habt mir schon geschrieben, wann gibt es endlich mal wieder einen Code auf deine Kurse, die ihr auch gleich mit den neuen Apps im Apple Store, im Play Store nutzen könnt. Ja, also es geht los von Donnerstag bis Sonntag diese Woche. Sehr knackig, verpasst das nicht. Unsere berühmte Aktion 28% bei 28 Grad, größte Code, den es gibt im Jahr, und ja, also billiger kommt ja an die Kurse nicht dran, und zwar, ich schreibe es auch nochmal hier drunter, lautet einfach August 28, gibt ihn in der Kaufabwicklung ein und fertig ist die Laube, und wenn ihr dann noch Bundles kauft, wo der Kurs ja auch gilt, billiger geht's nicht. Macht die fucking Kurse, guckt nicht nur die Windows-Videos, investiert in euch, kommt zu bereits über 20.000 Liebeschipplern dazu. Und genau, ansonsten haben wir heute das gute Laune-Thema. Wo habe ich es? Kann ich meinen, also es ist echt auf vielen Ebenen eine echt schwierige Mail, aber ja, also es geht darum, kann ich... Ist die Leichtigkeit gefährdet, wenn ich anspreche, dass mein Partner, sorry, das ist mal so ein Verzweiflungslachen, nicht mehr auf einer Dating-App sein soll, während wir schon ewig daten. Ist eigentlich nicht lustig, aber ich weiß manchmal gar nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Die Welt ist echt schwierig. Hallo Christian, ich bin Ende 30, ich wollte mal fragen, ob ich einen Rat von dir haben darf. Ich date seit relativ kurzer Zeit, also müssen wir mal gucken, seit, weiß ich nicht, im halben Jahr so, ein Mann in den 40ern, er ist toll, alles klappt mega, Worte passen zu den Taten, wir haben Dates, treffen uns, aber auch nur daheim. Er hat mir bei meinem Haus geholfen, ohne ihn zu bitten, er tut auch weit mehr als einfach, weil er es sieht, haben täglich Kontakt, wenn er nicht da ist, aufgrund, ja, das hier Wechselmodell, dies, das, jenes, ist er nur alle zwei Wochen in meiner Stadt. Wenn er in meiner Stadt ist, sehen wir uns alle zwei Tage. Und so weiter und so fort. Schwierige Ex hat er wohl. Ja Gott, das haben wir alle. Oder einen schwierigen Ex. So. Ja, ich wurde leider sehr schnell ungewollt schwanger. Wir haben uns für eine Beendigung der Schwangerschaft entschieden, da wir beide keine Kinder mehr möchten. Ja, ist wie es ist, sage ich jetzt mal groß gar nichts zu, tut mir leid. Das ist bestimmt sehr, also für die meisten, denke ich, ein sehr unangenehmer Prozess. Gut, aber lassen wir es einfach mal so stehen. Er hat mich auch so weit aus der Ferne gegen unterstützt. Beim Eingriff konnte er nicht dabei sein, da er zu dieser Zeit sein Kind hatte. Und ja, die, was wir zusammen unternommen haben, so urlaubstechnisch. Ich fahre nun bald auch mit meinem Kind in Urlaub. Da wir uns sonst lange nicht gesehen haben, habe ich gefragt, ob er Lust hat, ein paar Tage dazuzukommen. Er hat sich gefreut und kommt nach. So, mein Kind hat er erst dreimal gesehen. Gut, jetzt habe ich Bammel, weil ich meinen Sohn nicht reinziehen will. Ich habe nämlich gesehen, dass... So, jetzt kommt der Hammer. Also das Hirn kann man ja noch denken, okay, jetzt ist alles ein bisschen doof gelaufen, aber wie gesagt, wie jetzt auch dieses Reizthema Schwangerschaftsabbruch. Lassen wir einfach mal so stehen. Ich will, will ich auch gar nichts zu sagen. Kann passieren. Und so, jetzt kommt aber der Hammer. Ich habe nämlich gesehen, dass er die Dating-App wohl noch... Sorry, Leute, das ist... Kann man denn nicht irgendwie mal erwarten, 2023, wenn man schon Kinder zeugt irgendwie, dass man mal von dieser Drecks-Dating-App runtergeht? Und warum akzeptierst du das? Ich meine, ich vermute mal, dass es jetzt... Ich weiß nicht, ob du das jetzt zum ersten Mal gesehen hast. Das ist jetzt eine relativ kurze Mail. Aber was gibt es da noch zu sagen? Irgendwie, ihr habt schon Kinder gezeugt und erst noch auf einer Dating-App. Ich meine, wo gibt es eigentlich noch irgendeine Grenze 2023 beim Dating, die nicht überschritten wird? Also ich, ja. Ja, also da hätte ich auch Bammel mit dem Sohn. Vor allen Dingen würde ich mich erstmal fragen,
habt ihr kein Commitment? Also wie kannst du sowas kommen? Also und das vor allen Dingen, wenn du davon ausgehst, dass ihr ein Commit, also erstmal, wenn man schon so weit ist, dass man, ich meine, gut, ist, man kann, die Natur ist ja auch tricky, natürlich kann man schwanger werden. Aber ist das dann nicht mal ein Punkt, ich hoffe mal, dass ihr dann spätestens dann mal über Commitment geredet habt. Und so ist das denn nicht, wenn er dann, ich vermute mal, dass es irgendwie schon ein Commitment gibt. Und wenn du die dann auf einer Dating-App siehst, muss man überhaupt noch reden? Also warum schmeißt du den nicht einfach raus? Was muss man denn da noch? Natürlich hast du keinen Bock, da mit deinem Sohn mit dem Urlaub zu fahren. So, ne? Ist doch völlig normal. Also warum willst du da noch Energie reingeben und deinen Sohn damit reinziehen? Und mit jemand, der einfach, ja, weiß ich nicht, keine Grenzen hat, der einfach macht, was er will. Und Leute, ey, und bitte jetzt zieht euch das nicht rein irgendwie, dass das irgendwie normal ist heutzutage. Ich weiß nicht, also ich will in so einer Welt nicht leben, wo es einfach keine Regeln gibt und keine Grenzen. Also natürlich, also steht jedem frei. Ich weiß auch nicht, vielleicht habt ihr auch kein Commitment. Das geht ja nicht draus hervor. Steht jedem frei, ohne Commitment seine Singlezeit zu genießen. So, aber dann sollte das ist ja auch eine Art von Commitment, zu sagen, nö, wir haben eine offene Beziehung und wir rödeln halt alles durch, was nicht mehr drauf im Baum ist. Das ist völlig in Ordnung. Aber das ist ja, aber sprecht doch irgendwas ab. Sprecht doch irgendwas ab. Und ansonsten, wenn du meinst, davon ausgegangen bist und es vielleicht auch besprochen ist, dass ihr ein Commitment habt, ja, das also für mich, es gibt keinen klareren, das ist vorbei, Ende. So, ne? Was soll man dann noch zu sagen? So, ne? Das ist, ich meine, stell dir mal vor, du wärst jetzt schwanger, also und würdest das Kind jetzt kriegen in so einer, ich weiß nicht, Leute. Okay, gucken wir, vielleicht kommt ja noch mehr Licht in die Sache. Vor allem, weil ich sagte, der Abbruch hätte uns mehr zusammengebracht, in Anführungsstrichen. Nach dem dritten Date hat er selbst angesprochen, dass er andere Dates abgesagt hat, weil es nicht mehr richtig anfühlt. Ich war diesbezüglich eigentlich entspannt. Soll ich es nun ansprechen? Ich möchte die Leichtigkeit dadurch nicht kaputt machen oder ihn unter Druck setzen oder vergraulen. Denn man sagt doch immer, der Mann soll die Beziehung ansprechen. Nee, das weiß ich nicht. Vielleicht bist du wahrscheinlich neu bei mir. Ich sage immer, die Frau soll die Beziehung ansprechen, weil die Frau ist der Beziehungsexperte. Aber ganz generell denke ich immer, wenn ihr, sobald ihr so intim werdet mit jemandem, ist es dann nicht der Zeitpunkt, irgendwas abzusprechen. Ihr könnt ja auch, wie gesagt, ihr könnt ja gerne absprechen, dass es nicht fest ist. Ne? Also jetzt, was ich jetzt hier raushöre, ist, hast du jetzt doch was dazu geschrieben, dass es irgendwie, ja, schon, also dass du von irgendwas ausgegangen bist, aber es irgendwie doch nicht drüber gesprochen habt, so, ne? Aktuell ist er im Urlaub, meldet sich morgens und abends mit kleinem Gruß und Kuss, was ja eigentlich gut ist. Ich danke dir für alles und sende liebe Grüße. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Was ist. Gerade, was gerade gar nicht so richtig, wie man, wo man da jetzt. Also offensichtlich, ich habe das ja dann doch nicht so richtig besprochen. Du bist von irgendwas ausgegangen. Und ich weiß nicht, wo du gelesen hast, dass der Mann irgendwas ansprechen muss. Also ist ja auch egal, wer was ansprechen soll. Sobald man in die Kiste geht, da werden eben irgendwelche Regeln definiert. Und wenn die Regeln nicht definiert werden, da muss ich jetzt mal ganz hart sagen, ja, dann ist das die Quittung, dass der Mann noch auf einer Dating-App ist. So, ne? Und weiß nicht, vielleicht war das bisher, ich weiß nicht, vielleicht lese ich auch irgendwas Falsches rein in die Mail, vielleicht war dir das bisher auch irgendwie egal oder so. Aber natürlich müsst ihr dann reden, so, ne? Natürlich müsst ihr dann reden und ja, müsst, weiß ich nicht, also entweder sagst du jetzt, es ist okay und dann gehst du eben, aber dann würde ich sagen, da solltest du dich auch auf einer Dating-App aufhalten und deine Optionen, weil da ist sowas so einseitig zu machen, hatte ich gar nichts von. Oder ihr habt eben Commitment und dann muss das eben angesprochen werden, so, ne? Das ist jetzt, ihr hattet ja jetzt schon diese Schwangerschaftsgeschichte und natürlich finde ich es absolut sinnvoll, jetzt
jetzt mal zu überlegen, bevor du dein Kind mit reinziehst, mal zu überlegen, was haben wir eigentlich? Ist das einfach, weiß ich nicht, ein Sommerflirt irgendwie? Ja, und natürlich ziehst du deinen Sohn da nicht mit rein. Also das ist völlig richtig, da jetzt drüber nachzudenken. Und aber vor allen Dingen musst du dir, glaube ich, mal Gedanken machen, was du eigentlich willst. Ne? Also solange man selber nicht weiß, das ist wie wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst und hast aber kein Ziel und wunderst dich, dass du nicht ankommst. Du musst für dich definieren jetzt, was du eigentlich möchtest. Möchtest du eine lockere Beziehung? Möchtest du Freundschaft plus? Möchtest du? Und daraus leitet sich alles andere ab. Und natürlich können wir jetzt auf den Mann rumhacken, wo man das macht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, es ist scheinbar nie besprochen worden. Und das kann man jetzt komisch finden. Also so wie ich aufgewachsen bin, hätte sowas, glaube ich, nicht gegeben, so ohne weiteres. Weil es dann eigentlich klar gewesen wäre. Aber in unserer heutigen, das war eine Offline-Welt, in der ich aufgewachsen bin, in dieser Online-Welt heute, du kannst von nichts ausgehen. Von gar nichts. Du kannst wirklich monatelang jemanden daten und dann sagst du, warum bist du auf der Dating? Und dann sagt er, das haben wir noch nie drüber gesprochen. Ja, natürlich nehme ich irgendwie andere Frauen nebenbei durch irgendwie, wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe. Das ist mir doch alles scheißegal. Wir haben nicht drüber gesprochen. Was willst du eigentlich? Ne, die Welt ist heute so. Ich kann es nicht ändern, ich habe sie nicht gemacht. Und also insofern höchste Zeit, dass du für dich mal klare Standards definierst. Und ja, ich denke, was soll ich mal sagen, es hat ja auch genug, ist jetzt genug passiert, dass man sich, glaube ich, mal Gedanken machen muss. Ja, wie gestalte ich eigentlich mein Datingleben und welche Grenzen habe ich? Also ich persönlich finde Grenzen in unserer Welt wichtiger als dieses ganze Gequatsche über Liebe, was ja häufig gar keine Liebe ist. Also ich finde, unsere Welt braucht mehr Grenzen und du auch so, ne? Und welche das sind, das kannst nur du für dich definieren. Ja, ich hoffe, war jetzt nicht zu streng. Vielen Dank für deine Mail. Ich hoffe, du findest da für dich eine gute Lösung und wir sehen uns bald wieder und nutzt den Code, nutzt die Kurse. Ciao, ihr Lieben.